Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo zur Lehr- und Lernplattform Lernsachs. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie man Lösungen zu Aufgaben mit dem Smartphone oder Tablet einscannt und sie über die Lernsachs-App in die Dateiablage hochlädt. Gehen Sie dazu in die App, mit der Sie den Scan aufnehmen wollen. Scannen Sie das Dokument ein, schneiden Sie es zu und benennen Sie es um. Drücken Sie den Teilen-Button, um das Dokument zu teilen. Je nach Scanner-App müssen Sie auch erst den Teilen-Button klicken, bevor Sie das Dokument umbenennen können. Wählen Sie die Lernsachs-App als Zielort des Teilen-Vorgangs aus. Navigieren Sie sich nun in die gewünschte Gruppe und sichern Sie das Dokument darin. Die Datei wird daraufhin hochgeladen und alle Gruppenmitglieder erhalten Zugang zur Datei. Wir hoffen, das Video hat Ihnen geholfen. Wenn sich Fragen ergeben, bitte einfach in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Diese finden Sie, wenn Sie auf der Seite etwas runterscrollen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute!